Sehe ich gut aus? Sehr gut. Das freut mich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um unser Audi Coupé und ihr habt im letzten Video gesehen, dass der von der Leistung her recht schwach ist und der Ölverbrauch ist stark. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Coupé möchte ich im richtig guten Zustand haben. Also nicht so Larifari repariert, ach ist schon egal, ein bisschen Ölverbrauch da wir haben, sage ich oft. Nein, dieses Coupé möchte ich gut haben. Was machen wir dafür? Der Wagen steht schon auf der Bühne. Motor wird komplett zerlegt. So, um es so mal zu erklären, was wir machen. Der Motor ist komplett, er läuft auch gut. 116 PS ist eine typische durchschnittliche 5-Zylinder-Leistung. Würde ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Aber wie ich es gerade schon bereits erwähnt hatte, ich möchte den Motor ohne Ölverbrauch haben. Ich möchte, dass das ein richtig geiler Oldtimer wird, weil die Karosserie ist vom Zustand her schön. Und gleichzeitig möchte ich, dass der Motor gut läuft. Das bedeutet, Julian, du hast dich dafür entschieden. Du zerlegst den Motor, Kopf ab. Und dann wollen wir mal gucken. Ich denke, wir ziehen auch die Kolben. Also Ölwanne ab, Kopf ab, Kolbenringe machen wir neu, Ölabschreifringe machen wir neu, wir machen die Schaftabdichtung neu und. Aber du zerlegst jetzt den Motor, da brauche ich dir glaube ich nicht erzählen, Julian ist ein guter Schrauber, ihr habt euch das so ausgesucht. Also bekommt ihr jetzt, ja die doch ein Zeitraffer, wie der 5-Zylinder zerlegt wird. Der Julian hat den Zylinderkopf schon abgebaut und wir haben da so ein paar Sachen entdeckt. Oh, die guten Sachen bei Jan ist immer hier zu finden übrigens. Ey, wo ist denn das Leckere? Ah. Aber guckt euch die Tüte an, das ist besser wie jeder Kühlschrank. Ah, Jan hat viel immer, ne? Ja, es ist kulinarisch. Ich muss ja auch also was mitbringen, damit unser Chef auch was abbekommt. Das Geile ist, ich brauche nicht viel arbeiten heute, weil der Julian mir alles abnimmt. Ja, klar. Julian, als allererstes dir auffallen, wir haben unheimlich viel, guck mal hier, wir haben unheimlich viel Öl in der Ansaugung gehabt. Sprich, durch die Kurbelwellenlüftung drückt er uns hoch. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass die Gase, wenn der Motor verdichtet wird, die Blow-By-Gase, die an dem Kolbenring vorbeiwandern, in die Kurbelwellenlüftung rausgedrückt werden. Das sieht aber erstmal alles top aus. Also diesmal kann ich sagen, die Zylinderwände sehen alle toll aus, aber wir machen trotzdem alle Kolben jetzt raus. Also ich habe gesagt, wir machen die Ringe jetzt auch neu, wenn wir jetzt so weit sind, machen wir den Unterbau auch einmal fit. Zylinderkopf sieht auch sehr, sehr gut aus. Also da war auf jeden Fall einer dran. Guck mal, hier ist nämlich der Krümmer geschweißt worden. Das scheint noch gar nicht so lange her zu sein. Und die Kopfdichtung sieht auch nicht so alt aus. Aber jetzt kommt ein spannender, interessanter Punkt. Kriegst du das irgendwie hier drauf? Kannst du sehen, was da steht? Jetzt kannst du es besser lesen, ja, siehst du? Das ist Zylinderkopfdichtung vom Turbo. Der Turbo hat eine Verdichtungsreduzierung in der Metall. Also ich glaube, die Zylinderkopfdichtung ist dicker. Das bedeutet, meiner Meinung nach ist hier eine falsche Zylinderkopfdichtung montiert. Weniger Verdichtung bedeutet gleichzeitig auch weniger Leistung. Auf jeden Fall war jemand dran. Wie lange das her ist, weiß ich nicht. Aber wir sind uns sicher, dass hier jemand dran war, weil die Kopfdichtung ist auf jeden Fall die falsche. Was wir jetzt hier rummachen, ist den Zylinderkopf zerlegen und Ventilschaftabdichtungen erneuern. Und der Julian wird jetzt noch die Kolben rausnehmen. Ich wollte euch nur jetzt mal einen kleinen Zwischenstand geben, was wir jetzt schon entdeckt haben. Ist vielleicht ganz interessant. So seht ihr, nicht nur mit der Kamera, sondern auch Schritt für Schritt, wie wir jetzt weiter vorgehen. Wie gesagt, jetzt kommt die Ölwanne ab, richtig? Genau. Kolben raus, die markieren wir, dann bestellen wir gleich Ersatzteile. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Leistung steigern. Dann gucken wir mal, was wir dem Motor an Verdichtung geben können. Sprich, rüber einmal zum Björn, den Kopf wenigstens einmal abziehen lassen. Ja, ich würde sagen, Julian, dann geht der Spaß jetzt für dich hier weiter. Weiter geht's. Der Julian war ja fleißig und hat jetzt mir alles zerlegt. Was ich zugeben muss, ich war gestern dann doch noch mal eifrig. Was ich da schon gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Das habe ich gestern Abend nämlich vorbereitet. Boah. Das ist Untersuchung, ne? Was ich gestern Abend schon vorbereitet habe, nicht, dass ihr sagt, wir haben einen anderen Zylinderkopf. Krass, oder? Was ist denn sauber gemacht, ey? Bevor wir den ganzen zerlegen, habe ich den jetzt schon mal sauber gemacht, weil ich keinen Bock habe, in den Ölschmuck rumzuwühlen. Und was ich über Nacht auch gereinigt habe oder gestern Abend schon angefangen habe, hier sind unsere Kolben. Und guck mal hier, das geht jetzt fast alles weg. Ich habe hier so ein Mittel angebracht. Da kann ich jetzt, guck mal hier, geht das alles sauber. Weil ihr wisst ja, ich bin da mal ein bisschen, wenn ich den Motor sauber mache, also wenn wir hier nicht auf schnell was machen, möchte ich, dass das Auto nachher aussieht, also wieder läuft wie neu. Diese Kolben einmal ein bisschen alles sauber reiben. Hier sind noch die alten Ringe drauf. Also das ist alles so alt. Und was der Ölverbrauch übrigens zuständig war, um mal zu erklären, warum der so gequalmt hat. Ihr kennt das ja oft aus unseren Videos. Warum hat ein Motor Ölverbrauch? Weil
der untere Kolbenring, also in dem Falle der Ölabstreifer. Wie ihr seht, der Kolben lag jetzt über Nacht drin. Der kommt hier gar nicht raus. Das heißt, der verbrennt Öl, weil er seine Vorspannung verloren hat. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Teile sind bestellt und ich glaube, die sind auch schon alle da. Also zumindest alles. Das bedeutet, Julian, eigentlich sind Kolbenringe auch schon da? Ja, nur die Lagerschreien fehlen noch. Ah, wir werden den Zylinderkopf mit rübergeben und der Björn soll uns den planen. Weil was wir bei dem Auto ja direkt auch machen wollen, wir haben ja gesagt, wir wollen mal schauen, ob wir auf mehr Leistung kommen oder fast also mehr Leistung, auf die angegebene Serienleistung. Und dafür werden wir die Verdichtung erhöhen. Ach, wir haben jetzt schon 4 Zylinder gereinigt und den 5. Zylinder habe ich hier vor Ort. Also nicht den 5. Zylinder, sondern den Kolben vom 5. Zylinder. Jawohl, habe ich auch richtig gehabt. Was man vielleicht mal zeigen kann, wir haben die Kolben hier über Nacht wirklich eingelegt zum Reinigen. Und zwischen den Kolbenstegen, hier sitzt ja der obere Kolbenring drin, untere Kolbenring, das sind verschiedene Stärken. Dafür breche ich mir immer, so wie ich es damals gelernt, immer die Kolbenringe abbrechen und wir machen das mal sauber. Und jetzt guck mal bitte, was aus für ein Dreck noch aus den Kolbenfugen kommt. Ich drehe das jetzt mal, ich stecke das da rein und dann drehen wir das so. Siehst du das? Mhm. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch immer alles sauber machen. Das ist dann die obere Ringnut. Dann haben wir den zweiten Kolbenring für die untere Ringnut. Guck mal, was da für ein Schmutz rauskommt. Sieht man das? Mhm. So, jetzt haben wir ja unsere letzten Ölabstreifringe. Das sind die Kollegen hier. Der sitzt ja da drüber mit zwei kleinen... Ich glaube, der Björn nennt die Spacer. Ich mache das mal eben vor. So sitzt das normalerweise dann in dem Steg. So habt ihr das jetzt gesehen. Natürlich nur innen drin. Und wichtig ist, dass wir die Ringnut natürlich auch sauber machen, weil das ist die wichtigste und entscheidendste für unseren Ölverbrauch. Ich habe das mal gesehen. Jetzt habt ihr das sauber gemacht. Und das Allerwichtigste ist, seht ihr die Löcher? Mhm. Das Öl geht an der Zylinderwand hoch, wird vom Ölstreifer abgehalten. Das Öl fließt hier rein und läuft innen am Kolben wieder in die Ölwanne rein. Wenn die Löcher jetzt zusitzen, kann das Öl ja nicht runterlaufen. Und ganz wichtig, immer prüfen, ob diese Löcher auch frei sind. Auf der Seite sind sie frei, auf der Seite auch. Die Löcher hier sind auch sehr groß. Ich habe Motoren gesehen, da sind die viel, viel kleiner. Die setzen sich zu, Öl kann nicht ablaufen und schon haben wir auch wieder Ölverbrauch. Deshalb immer sauber arbeiten. Das Thema Kolben haben wir jetzt aufwärts, den mache ich gleich noch zu Ende sauber. Den lege ich mir erstmal so hin, dann weiß ich, dass ich noch dran muss. Was der Julian jetzt macht, wir zerlegen zusammen mal eben den Kopf. Julian macht, baut mal eben die Nockenwelle aus. Wichtig ist, dass ihr die Nockenwellenböcke, in dem Falle sind es ja nicht viele, die sind markiert. Die müssen wir gleich einmal raus. Ich lege mir immer alles so hin, so wie ich es mal gelernt. Ich weiß, Julian, hast du es auch so gelernt, dass man sich das immer vorher auf einer Pappe, wenn man sich eine Pappe beschriftet hat, das hinlegt? Ja. Der eine macht so, der andere macht so. Wie machst du's? Habe ich auch schon gesehen. Im Endeffekt, ich lege es mir genauso hin, wie ich es ausgebaut habe. Genau, so wenn man es ausbaut, legt man sie es auch wieder hin. Und das gleiche machen wir natürlich gleich mit den Hydrostößeln. Ich glaube, das sind, jawohl, der hat noch keine Tasten. Also der hat schon Hydrostößel. Es gibt Motoren, die haben natürlich auch Tastenstößel, also die ältere Baureihe. Nockenwellenböcke sind jetzt alle gelöst. Die stellen wir uns jetzt in Reihenfolge davor. Müssen wir hier ein bisschen kippen, dass der sich löst. Zack, die Nockenwelle raus. Boah, der Simring hängt aber. Die legen wir uns jetzt auch hin. Jetzt haben wir unsere Nockenwelle raus und wir gucken auf unsere Hydrostößel. Hör, wir Magnetwert auch. Hier haben wir unsere Hydrostößel. Oh, die sehen aber gut aus. Wir haben natürlich den ganzen Kopf jetzt schon gereinigt, weil ich persönlich lieber in einem sauberen Motor arbeite wie in einem sputzigen. Aber die sind auf jeden Fall mal neu gekommen. Ich glaube, das sind nicht die ersten. Das sind INA und die sind neu. Ich kenne das beim TDI, da verschleißen die oft in der Mitte. So, ich habe hier den letzten Kurs. Der Julia macht es vorbildhaft. Mit Magnet geht es besser, als ich mit meiner Zange außen anzupacken. So macht man es richtig. Micha, weißt du mittlerweile, was wir jetzt wechseln? Was wir da drunter machen? Was da drunter sich alles verbirgt? Die Schaftdichtung. Richtig. Ich zeige jetzt mal, wie ich es gelernt habe. Wie bauen wir die Ventile aus? Da gestreiten sich auch die Gelehrten drüber. Mike ist ja gerade zufällig hier. Mike, ich möchte dich gerne mal kurz dabei haben. Mike, Ventile ausbauen. Wie hast du das gelernt, wie man Ventile ausbaut? Jetzt bin ich mal gespannt. Mit dem Werkzeug. Ja. Du hämmerst die garantiert raus, oder? Hä? Du hämmerst die raus. Ich habe sie immer rausgehämmert. Hast du, sehr ehrlich, hast du es nie rausgehämmert? Wenn die Ventile danach in Schrott gehen, schon. Ich will es mal vorgehaltener Mund sagen. Viele machen so. Wie hast du sie jetzt ausgebaut, Julian? Hättest du gehämmert? Damit. Wir haben hier eine vorbildliche, ihr seht, wir haben vorbildliche Schrauber, nicht alles mache ich. Ich habe sie früher mal rausgehämmert und ich sage von euch mindestens 60% macht es genauso mit dem Raushämmern. Du hast so ein schönes Werkzeug. Das geht super eigentlich damit. Mir war es klar, dass der Mike es so macht, weil Mike arbeitet immer gewissenhaft und vorbildhaft. Und bei Mike wird es jetzt auch neue Ventile geben, egal was damit ist. Ne? Selbstverständlich. Sehe ich nicht so, weil der Motor ist gelaufen. Ich glaube nicht, dass Ventile verschlissen sind. Doch, am Schaft. Vor allen Dingen am Auslass. Ist so. Sollen wir gleich mal messen?
Ach, du hast dann, wenn was eine digitale Schieblehre, da fängt es ja schon an. Ich habe nicht mal eine Messung. Ja, okay, dann müssen wir zur Pieper rüber. Aber Pieper wird das auch sagen, leider. Und trotzdem läuft der Motor gut. So, Ventilfedern habt ihr gesehen, haben die Jungs rausgenommen, vorbildhaft. Jetzt mache ich mit dem Magnet obere Ventilteller, eine Ventilfeder, zweite Ventilfeder. Eigentlich ist das Prinzip bei einer oben liegenden Nockenwelle, wo die Ventile direkt darunter sitzen, immer gleich. Ventilfedern, oberer Ventilteller, Hydrostößel oder Tassenstößel darüber. Es gibt natürlich auch Motoren, da liegt die Nockenwelle seitlich, unterhalb, schräg daneben mit Schlepphebeln. Also es gibt ganz verschiedene, aber bei diesem Prinzip sieht das immer gleich aus. So, wenn wir jetzt hier reingucken, hier ist unser Ventil. Das drücken wir jetzt mal raus. Haben wir ein Auslassventil, Unsperrzwecke. Ach, wie süß sind die denn? Die haben mal gar keinen Verschleiß, weil guck dir das mal an, wie kurz, Mike, um das mal zu sehen, wie kurz die sind. Und das heißt, sie haben ja gar nicht große Kippbewegung. Und da würdest selbst du nichts neu machen. Den Spaß mache ich mir. Ich gehe jetzt gleich rüber zu Björn und guck mal, ob er uns sagen kann, ob die verschlissen sind. Auslassventil hast du dafür zu erneuern, ne? Ja, Auslass muss. Oh, das ging echt gut damit. Das ist unsere Schaftabdichtung. Jämmerliches Problem. Oft viel Arbeit. Ich sag mal so, viele Leute bauen sich was für die Zündkerze, was reinzustecken, Druckluft drauf zu geben. Dann braucht man den Zylinderkopf nicht abmontieren. Die ist wieder hart, verschlissen. Und das merkt man eigentlich, wie locker die über dem Ventil sitzt. Ich mach das jetzt mal auseinander, aber dann kann der Julian nämlich gleich alleine weitermachen und braucht nicht zugucken. Das ganze Spiel machen wir jetzt an der Einlassseite nochmal. Ventil raus. So, hier haben wir unser Einlassventil. Das sieht natürlich gleich deutlich sauberer aus wie das Auslassventil. Auch hier erkenne ich meiner Meinung nach keinen Verschleiß. Jetzt ziehen wir mal eben die Schaftabdichtung. Oh, die ist härter. Mike, willst du auch mal fühlen? Hm, mach ich. Jetzt haben wir alle mal an einer Schaftdichtung philosophiert. Die würdest du aber neu machen, ne? Die würde ich sowieso alle neu machen. Ja, ach nee. Dafür bauen wir den Motor auseinander. Jetzt gehe ich rüber und hoffe, dass wir keinen neuen Ventil brauchen. Kommt schon mit rüber, wir probieren. Ich habe Björn gefunden und ich glaube, ich habe ihn sehr verärgert. Ja. Björn, wir überholen... Ja. Falsch, ich muss es richtig sagen. Wir überholen keinen Motor, wir dichten gerade einen Motor neu ab. Der Ölverbrauch, ein Fünfzylinder. Und jetzt wurde mir von meinen Jungs gesagt, also von Mike speziell, Ventile würde er grundsätzlich erneuern. Siehst du das auch so, wenn ein Motor Ölverbrauch hat, dass die Ventile direkt erneuert werden müssen? Nein, das ist nicht so. Danke. So eine Regel von meinem Vater früher war, Auslassventile hat er immer neu genommen, weil die sind thermisch belastet und so wollte er einfach sicher gehen, dass das neu ist. Ein Einlassventil hat keine thermische Belastung, da muss man nur einmal am Schaft gucken, ob der verschlissen ist. Ein Auslassventil ist oft verchromt, hält dann eben sehr lange vom Schaft her, vom Verschleiß, und ein Einlassventil, ich würde mal sagen, ist nicht verchromt, aber hier der Verschleiß so minimal, würde ich sagen, kann ich das sogar hier fühlen, aber das ist so wenig, dass es nicht notwendig ist. Wir haben es immer gemacht, das Ventil gestrahlt, dann den Sitz neu geschliffen, 45 Grad, und dann in den Sitz eingeschliffen und den Ventilschaft einmal poliert. Das machen wir natürlich auch, Ventile neu einschleifen. Mir ging es darum, es muss nicht immer neu sein, ne? Also, nein. Okay, das will ich. Und gerade diese dicken Ventile, das ist ja noch richtiger alter Holzmotor, sehr kurz. Ja. Der hat hier vermutlich wenig Kippwinkel und weil das so ein massives Ventil, was ist das, 7 mm? Ja, ne? Ein 7er Ventil ist ja eher heute schon sehr, sehr selten. Heute ist 5. Dass der mich fragt, muss das neu gemacht werden? Hast du schon mal ein neues Ventil verbaut in einem Zylinder? Danke, dass ihr das so sagt. Ich habe es nie neu gemacht, aber ich möchte natürlich, wir sind mittlerweile. Was Motoren betrifft, ich will sagen, nicht ein Vorzeigekanal, aber ich möchte zeigen, wie wir vorgehen. Bei einem Auslassventil mit Ölverbrauch kann es natürlich sein, dass es sich durch das Öl langsam undicht wird und langsam Risse bilden. Das hast du ja schon mal gesehen. Ja, bei den Polo. Ja, genau. Dann musst du natürlich neu machen. Ja, ne? aber die Dinge haben das. Kannst du nicht zuschweißen, die Risse. Ne? Also nochmal, Auslass kann man neu machen, wenn sie alt sind, weil meistens hat man ja hier die Schweißnaht drin, weil es Bimetall ist und nicht magnetisch, oben magnetisch. Das nur bei Verschleiß, weil dieses Ventil wird im Betrieb keine 800 Grad heiß. Es ist immer mit frischem Luftbenzin wird es gekühlt und hier die Temperatur ist, kann man vernachlässigen. Sehr schön, das freut mich, dass du das sagst. Also kann ich die alle perfekt sauber machen, polieren. Jetzt sofort? Nee, ich denke mal, du kannst erstmal deine Sachen. Gut, okay. Bis dann. Wir sehen uns gleich noch. Bis gleich. Tschö. Ah, das sieht richtig schön aus. Der Julian hat schon alles vorbereitet, die Ventile schon sauber gemacht, die sehen richtig toll aus. Einlassventil genau das gleiche, alles wieder schön sauber gemacht. Kolbenringe sind auch schon neu drauf, Ölabstreifer neu drauf. Du baust jetzt den Unterbau zusammen, ne? Richtig. Und deshalb bringen wir den Kopf rüber. Das ist das Stichwort. Du setzt die Kolben ein und wir bringen das Köpfchen rüber. Wie viel lassen wir denn im Plan? Einen halben Millimeter. Ja, würde ich auch sagen. Halb ist eine gute Zahl. Viele würden sagen, Marco, schrubb doch gleich einen Millimeter ab. Aber wir wollen ja ein Alltagsklassiker. Ein bisschen Plan kann nicht schaden. Ich habe mit Björn noch mal telefoniert, der sagt, halb Millimeter geht immer. Ich soll einmal zu dir kommen, einmal den Kopf planen. Ja. Ich habe gesagt, ein bisschen Tuning wollen wir machen. Einen halben Millimeter, also fünf. Einen halben?
Okay. Ich habe Ventile alles raus, so, den Rest brauchen wir nicht abbauen, ne? Nee, das geht schon. Das kriegen wir schon hin. Hat Björn das gesagt? Björn hat das Panzer schon. Okay, ja gut. Dann du wüsstest, wie das geht. Ja, ja. Alles Björn klar. Backt einen Kuchen, hat er mir gesagt. Was macht der? Der backt einen Kuchen. Ja, morgen hat er seine Freundin Geburtstag. Okay. Ne? Wir machen den Kuchen, ja. Björn den anderen. Alles klar. Bis später. Ja. So, der Daniel, so ein schneller Service geplant. Und kurz bevor der Daniel angefangen hat, rief er kurz an und sagte, Marco, 5 mm? Und da habe ich so kurz, ich habe das Wort ja auf der Zunge gehabt. Ne, stopp, 0,5. Und dann, ja. Du hast mit jemandem telefoniert. Ja, ich war vorher mit jemandem am Schreiben wegen Krümmerplan und da war angeblich 5 mm, die runter müssten und jetzt kam ich völlig durcheinander. Boah, Junge. Bei 5 mm runterplan hätten wir den Topf, also wäre definitiv kaputt der Kopf. Verdichtung des Todes. Er hätte auf jeden Fall einmal kurz Leistung gehabt. Was wir jetzt noch machen müssen, guck mal hier rein, da sieht man schön, nach dem Plan müssen wir den natürlich auch reinigen, weil du siehst hier im Auslasskanal spielen. Ja. Guck mal, Daniel hat sogar Maße drauf geschrieben, ne? Also 5 mm weniger. Genau. Das heißt, der Julia macht jetzt das Köpfchen sauber und dann geht's weiter. Ja, danke Daniel für diesen mega schnellen Service. Aber der Björn hat mir schon so eine WhatsApp geschickt und sagte, Marco, komm mal rüber, du hast mich ja nach Ventilen gefragt, sagt er, beim Planschleifen ist mir was aufgefallen. Ich schätze mal eher, dass es dir beim Kuchenbacken aufgefallen. So, erstmal messe ich mir die Kolben hier durch. Och nee, komm, jetzt fangen wir... Doch. Ich mach's ganz so vernünftig, ne? Es geht doch schnell. Hier sind wir 900 zu unter 0, 900 zu unter 0. Ich guck nur, ob sie gleichmäßig sind. 900 zu ungefähr unter 0. Nimm doch das präzise Messwerkzeug. Ich sag jetzt nicht. Bring meine Kolben nicht durcheinander. Die sind anders sortiert. Und die sind auch schon gereinigt. Und wir haben, ja, genau. Wir haben alle gleichmäßig 900 unter 0. Das ist ein bisschen eingefallen, aber erstmal ist es mir Latte. Jetzt übertrage ich das Maß auf die Messuhr. Jetzt können wir an der Messuhr. Ich habe ja gestern schon geguckt und dachte mir, ich muss mal mit dem hohen Gerät rüberkommen. Ne? Und jetzt messen wir einmal, wie viel Kolbenspiel wir haben. Wir haben hier zum Beispiel 13 Hundertstel. Das ist gleichmäßig. Gleichmäßig verschissen. Es gibt eine Stelle, das ist die unten so, da hat man keinen Verschleiß. Da ist es nämlich auf null verschleißt. Weil kein Kolben da läuft. Genau, da läuft gar nichts. Da sieht man, das ist das Grundmaß. Und wenn man dann umdreht, hier läuft dann der Kolben, dann sieht man, aha, 200stel Verschleiß, 300stel Verschleiß. Alles okay. Der hat zwar 13 Hundertstel relativ, hier mal 14 Hundertstel, hat zwar relativ viel Spiel, finden wir trotzdem, dass man so betreiben kann. Das da wird nichts klappern. Klappern tut bei den Kolben eh nichts. Du hast neue Ringe draufgepackt. Ich möchte gerne, dass wir die Zylinder einmal durchholen, weil die neuen Ringe sollten nicht auf diesen alten, riefigen Sachen laufen. Du kannst auch dein hohen Gerät nehmen. Ja, aber du machst das ja. Ja, gut. Kommt das zum Einsatz? Hä? Kommt das zum Einsatz? Ja, guck mal, dieser Widerspruch. Diese Messuhr mit diesem hohen Gerät, das passt gar nicht zusammen. Hohen Geräte? Was? Hast du keine anderen hohen Geräte? Doch. Oder müsst ihr den Block ausbauen? Da müsst ihr den Block ausbauen, ne? Nein, ich habe was mitgebracht. Oh. Mann, ich habe doch mein Körbchen extra hier für Degenharz. Nein, Finish-Hohnbürsten und die Klobürsten zum Anrauen. Das ist ähnlich wie das hier. Nur hiermit ist nochmal ein Finish. Aber du bist, glaube ich, rübergekommen, um was ganz anderes zu zeigen. Hohn ja, genau. Ist gut. Also, ja, du hast gestern mit Daniel den Kopf rübergebracht zum Plan. Und jetzt wollte ich mal was testen. Die Ventile stehen ja hier. Jetzt haben wir hier ein Einlassventil. Das ist jetzt nur eine Testmethode, die nicht so toll ist. Ne? Wir fühlen hier das Spiel bei den Einlässen. Einlässe hat so gut wie nie Verschleiß. Fast nie. Jetzt nehmen wir das gleiche Ventil, packen es in den Auslass. Und man sieht es, glaube ich, schon. Da brauche ich nicht messen. Die Auslassführungen sind ein bisschen verschlissen. Und so würde ich sagen, die sollte man bei einer Instandsetzung Auslassführung erneuern. Wenn wir den Motor jetzt schon machen und da wir uns wirklich so viel Mühe geben, der Motor bis aufs fast letzte Bestandteil zerlegt ist, heißt das... Wie viele Kilometer hat er hinter? 244.000. Ja, das ist einfach da. Und Auslassführung ist einfach durch die Temperatur. Wäre es ein Turbomotor, hätte ich dir neue Auslassventile empfohlen, wegen der Hitze. Weil es kein Turbomotor ist, ist die Hitzebelastung natürlich deutlich geringer. Deswegen könnten wir, weil die Sitze sehen nicht so schlimm aus, die werde ich zwar einmal überschleifen, aber die sehen nicht so aus, als ob die richtig eingehämmert worden sind. Deswegen könnten wir die Auslassventile und die Einlassventile alt lassen. Marco, du weißt, wie es immer vorangeht hier mit den Handschuhen. Du weißt jetzt, was los ist, ne? So, ne? Kostlöser Multiöl. Was ist das denn für ein Akkuschrauber? Hey, das ist ein qualitativ gutes Teil. Ja, der war mal gut. Ja, der hat schon ein bisschen was gelaufen, ne? Wir machen hier Oldtimer, da haben die alle was gelaufen. Hey, Mann!
Siehst du jetzt, ich mache einen gewissen Hohnbild, ne? Man sieht ja auch den Hohnwinkel, den ich hier so mit 45 Grad habe. Da, siehst du diese Spuren? Mhm. Dass die so einen Winkel haben, so einen Winkel, so einen Hohnwinkel. Den macht man natürlich, indem man die Drehzahl und den Hub natürlich passend macht und nicht... Spritz mal bitte. Also ich kriege nicht rein. Und Marco macht das ja so. Ja, ja, ist doch super. Nein, ist nicht so gut. So, jetzt kann man ganz leichte Riefen noch erkennen. Scheißegal, wirklich scheißegal. Sieht nämlich viel besser aus als dein... Sieht echt. So darf ich die Kolben jetzt also wieder einbauen. Ja, muss einmal den Zylinder sauber putzen, weil dieses Schleifzeug, was jetzt drin ist, wäre dann wieder zu aggressiv. Weil jetzt diese Finishbürsten, ich habe ja jetzt... So welche hohen Riefen da reingemacht, so Riefen dran. Mhm. Und diese Spitzen, die will ich jetzt damit glätten, sodass das immer so... das kann man, glaube ich, nicht gut erklären. Ja, ich glaube, man versteht, was du meinst. Das sogenannte Plateauhohn, das mache ich jetzt. Entschuldigung. Okay. 20 Kübel mache ich meistens damit. Und jetzt, wenn du jetzt guckst, nochmals Vergleich. Siehst du auf den ersten Moment, glaube ich, gar nicht den Unterschied von den beiden Zylindern, oder? Doch, der sieht feiner aus. Ich wollte gerade sagen, sieht man auch. Die Riefen sehen jetzt gut dunkler aus. Wirkt er. Jetzt, warte mal kurz. Na. Was macht er? Was will er uns mitteilen? Eigentlich hört man das, aber hier hört man es nicht so gut. Man würde den Unterschied hören mit dem Fingernagel. Warte jetzt. Das glaubt kein Mensch. Und jetzt hier? Das glaubt uns keiner. Was ist jetzt die andere Seite? Die müsste auch noch ein bisschen. Das glaubt uns keiner. Die denken, wir verarschen die. Man hört den Unterschied nicht hierbei. Wenn ich das bei mir auf dem Tisch habe, hört man ganz krass den Unterschied. Alles gut. Wie gehen wir jetzt? Jetzt holen wir die letzten vier Zylinder und beenden dieses Video hier, weil sonst, das bringt, glaube ich, nicht mehr so viel. Es, ne? Marco es hat... Es geht in Comedy über. Wir wollen ja hier ernst bleiben. Wir wollen. Ja, ja, natürlich. Mir wird auch gerade so einiges bewusst. Man kann sagen, was man will. Ja. Der Mann weiß, was er tut. Das ist ja quasi fast Low Budget für mich eigentlich, ne? Aber gewusst wie Low Budget, ne? Ja. Aber ich bin der wirklich Blockbombe. Jetzt kann Julian wirklich die alle Kolben reinstecken. Wir haben ja neue Lagerschalen und. Also wie würdest du das nennen? Ist das jetzt eine Abdichtung? Mein Vater hat es früher Teilüberholung genannt. Weil eine Generalüberholung ist es nicht. Dafür müssten wir bohren, honen und so weiter. Wir haben jetzt alle verschleißrelevanten Teile, die so meistens verschleißen, sind gemacht worden. Und deswegen nenne ich das Teilüberholung. Also ich finde, das ist eine Zeitwert, normalerweise heißt das ja zeitwertgerechte Instandsetzung, aber eigentlich ist das ja schon Oldtimer, aber es ist voll in Ordnung hier. Also ich sag ja, wenn dieses Auto hier nochmal im Verkauf geht, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten das Thema ja schon mal, 5-Zylinder-Coupés stehen also zu dieser aktuellen Zeit, wo wir gerade sind, 2 drin mit dem 136 PS Motor und die spielen sich jeweils über 10 ab, also über 10.000 Euro, wobei die auch 200.000 gelaufen haben und wir brauchen sprechen, da werden die Motoren nicht in dem Zustand sein, so wie unserer jetzt. Ja, okay. Cool, das heißt, Block ist jetzt fertig, wir können unrum zusammenbauen. Hier, guckt immer das an. Ich weiß noch nicht, was du damit vorhast. Habe ich gestern gesehen. Wer hat denn daran rumgeschliffen? Der Kummer wurde geschweißt. Nein, der wurde schon jetzt weggeflickt. Sollen wir den schweißen? Ja, der wurde ja schon mal geschweißt. Ja, mit Schutzgas wahrscheinlich, ne? Ich hab Beweise, wir haben das so gekauft. Ach so, okay, gut. Hier sieht man, da sind auch Schweißnähte. Das sieht gut aus, komm, sei ehrlich, das sieht nicht schlecht aus. Ja, es sind schon, glaube ich, sind Nickel-Elektroden. Das sehe ich so ein bisschen, wenn wir was schweißen. Wir haben auch so Nickel-Elektroden für Guss. Das hier sieht so ein bisschen aus wie Schutzgas, weil das ist diese Poren, die da drin sind, das sieht nicht so gut aus. Ich würde hier auffräsen, einmal, so eine Nut, und dann mit einer Nickel-Elektrode schweißen, weil die hat gewisse Vorteile beim Gussschweißen. Den Krümmer einmal heiß machen, so auf 200 Grad, das müsste reichen. Und danach einmal hier planen. Wichtig ist bei dem Krümmer, die haben hier, sieht man, das sind original 12er Löcher und die werden schon alle aufgebohrt, dass der Krümmer sich entspannen kann. Dann passiert das nämlich nicht, weil die sind alle schon bearbeitet worden. Ich glaube, dieser Krümmer war auseinander, wurde geschweißt und wurde schon bearbeitet passend. Das kann gut sein. Aber wenn du den Plan schleifst, dann sind wir da 100% safe. Und wenn wir nach dem Schweißen den planen, dann ist eigentlich keine Spannung mehr drin, weil alles, was du schweißt, ist ja Spannung drin. Wenn du wieder anziehst, geht er zurück. Ein Krümmer, der mal krumm geworden ist, wenn man den dann plant, reißt ein
eigentlich nie wieder, weil er keine Spannung mehr hat, weil er ja schon einmal heiß geworden ist und sozusagen sich entspannt hat. Ich merke schon, das wird echt, der Motor wird, also wie wir eigentlich bei dem Auto vorgegangen sind, wir haben den Wagen gekauft mit angeblichem Motorschaden, Zündreihenfolge versteckt, Verteilerfinger war kaputt. Dann haben wir gemerkt, Ölverbrauch. Und jetzt machen wir daraus einen wirklich richtig schicken, guten Oldtimer mit einem teilüberholten Motor. Das heißt also, du nimmst den Kopf jetzt mit, wir können Unterbau zusammenbauen. Ja. Perfekt. Wir beenden jetzt dieses Video hier und es geht weiter am Audi Coupé Motor. Im nächsten Video drüben bei Björn. Drüben bei Björn. Zu viel Chaos. Ciao.